Es geht wieder los. Die Handballer vom SC Magdeburg starten in eine neue Bundesliga-Saison. Zumindest alle, die nicht nach Rio zu Olympia fahren. Nach dem Mannschaftsfotoshooting mit dem kleineren Kader in der GTEC Arena am Freitag stand am Samstag, den 16. Juli, das traditionelle Fußballspiel in Möser auf dem Programm. Bereits zum 21. Mal war der SCM zu Gast bei der TSG Grün-Weiß Möser. Zum ersten Mal mit dabei waren die SCM-Neuzugänge Daniel Pettersson und Christian O'Sullivan, der verletzungsbedingt aber nur zugucken konnte. Ebenfalls als Zuschauer, aber auch als Ehrengast war SCM-Ikone Joel Abati zum Saisonauftakt in Möser. Noch immer blickt er positiv auf seine Zeit beim SCM zurück, sowohl als Hand- als auch als Fußballer. Es gibt eine große, eine lange Tradition Fußball in Möse und ich habe so gute Erfahrungen gehabt hier und ich freue mich, da sein zu gucken, die neue Mannschaft gegen Möse heute. Hast du immer selber gerne Fußball gespielt in Möse? Natürlich, wir haben immer gewonnen in Möse, aber das ist ein Symbol für Eröffnung der Saison, Anfang der Saison und mit Freunden, mit Fans. Mit allen, das ist ein neues Treffen und für uns ist das immer ein guter Moment mit Spaß und mit Fußball. Und du weißt, Fußball von Kass ist sehr gut. Genauso wie die SCM-Fans freut sich Joel auf die kommende neue Saison und schaut dem SCM zu Hause in Frankreich gespannt zu. Ich habe deutsch Fernsehen zu Hause. Ich gucke sehr oft das Spiel, besonders den Pokal habe ich geguckt. In Bundesliga wird schwer. Aber im Pokal war ein super, super Spiel und ich freue mich für SCM. Und die muss mehr arbeiten natürlich und mit jungen Leuten, mit Erfahrungsspielern, mit vielen Leuten. Und ich denke, mit Benno, die macht gute Arbeit zurzeit. Joel hatte auch die ehrenvolle Aufgabe, das Spiel anzustoßen. Dann ging es richtig los. Im Gegensatz zu manch anderen Auflagen des Derbys sollte es diesmal relativ eng zugehen. Möser hielt gut gegen das Spiel der Handballer, trotzdem ging der SCM in der 19. Minute durch Matthias Musche in Führung. Die Mannschaft aus Möser blieb dran. Jörg Ehebrecht staubt in der 35. Minute ab und erzielt damit den Ausgleich. Nach einem Treffer von Dario Quenstedt, der ausnahmsweise mal nicht im Tor stehen musste, ging der SCM mit einer 2:1 Führung in die Halbzeitpause. Zweite Hälfte, Angriff SCM. Robert Weber kriegt im Strafraum den Ball, setzt zum Dribbling gegen zwei Gegenspieler an und fällt. Der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Elfmeter, trotzdem zeigt Robert, dass in Sachen Meckern durchaus ein echter Fußballprofi in ihm steckt. In Minute 40 taucht dann auf einmal Andreas Brecker vor dem SCM-Tor auf und verwandelt eiskalt. Der erneute Ausgleich. Dann zeigten die Magdeburger rechts außen, was sie können. Daniel Pettersson tanzt in der 51. Minute den Torwart der Heimmannschaft aus, passt in die Mitte und da kommt Robert Weber angerauscht. 3:2 für die Handballer. Der schwedische Neuzugang zeigte auch beim 4:2 in der 56. Minute, was fußballerisch in ihm steckt. Erst den Ball gut behauptet und dann eiskalt per Volley versenkt. Möser kam aber nochmal ran. In der 65. Minute steht Andreas Breckau viel zu frei vor dem Magdeburger Tor und lässt sich die Einladung nicht entgehen. Nur noch 4:3 für den SCM. Ein Tor sollte aber noch fallen. Wieder läuft Daniel Pettersson Richtung Möser Tor und wird dann unsanft vom Torwart gestoppt. 11 Meter. Auf der Handballplatte eine Sache für Robert Weber, hier aber durfte Matze Musche ran. Versenkt den Ball sicher zum 5:3 für die Magdeburger und bedankt sich hinterher artig beim etatmäßigen Torjäger. Danke Robert Weber für diesen schönen Elfmeter, den er mir überlassen hat. Schönen Dank. Ist ja nicht auch näher. Und wie auch beim Handball, die Stimmen zum Spiel. Wir haben gemerkt, dass die Jungs gerade jetzt aus dem Urlaub kamen. Die waren, glaube ich, zweite Halbzeit noch nicht ganz so fit, weil die Saison hat ja gerade erst begonnen. Und wir hatten also die ein oder andere Chance, sodass durchaus auch ein Unentschieden hätte drin sein können. Und wir haben das, denke ich, heute ganz clever gemacht. Die Alten haben angefangen und wir haben natürlich dann mit den Jüngeren ein bisschen aufgeschlossen. Und dadurch war es eigentlich auf Augenhöhe, denke ich, aus meiner Sicht. Ja, sehr. Also es ist immer wieder aufs Neue jedes Jahr so zu sagen, Saisonvorbereitung ein Highlight. Man kann mal so ein bisschen die Fußballkünste auf dem Rasen ausprobieren. Da wir in der Vorbereitung doch oder das Fußball doch ein bisschen kürzer kommt, können wir hier uns nochmal richtig auspowern und da die Atmosphäre genießen und auch
die Jungs von dem Grün-Weiß-Möser. Ich freue mich sogar, dass es nicht ganz so knapp war. Ich glaube, da haben beide Mannschaften mehr Spaß daran, auch ein bisschen zu fighten bei allem Spaß. Für meine Mannschaft war es eine Auflockerung zum harten Trainingsalltag. Wir haben das aus einer vollen Vorbereitung rausgemacht, haben heute Morgen schon trainiert. Das hat man dem einen oder anderen auch ein bisschen in Beinen angesehen. Ich bin ganz zufrieden, alle gesund geblieben. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.